Und es geht weiter mit Let's Play Mega Man ZX. Und ja, ich bin immer noch voller Freude, dass ich Gebiet K hier endlich den Subtank mal geholt habe. Dass es auch endlich mal weitergeht. In Gebiet L. Das sieht mal episch aus. Vent, der Gegner hat mit dem Angriff begonnen. Wenn wir uns nicht beeilen, sind alle Daten im Labor verloren. Der Raum mit den Daten ist sicher oben. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Ja, das ist schon auch eine ziemlich schwere Stage, habe ich noch schwer in Erinnerung. Natürlich auch nur im Hard Mode. Normalen Modus habe ich schon so lange nicht mehr gezockt. Ich habe eigentlich immer nur, ja, Hard Mode. Aber das ist cool, das sind diese Plattformen, da sind zwar Gegner drauf, aber die killt dann, wenn man diese Plattformen dann selbst benutzen. Oh, schnell. Ja. Aber sind eigentlich doch ziemlich noobig, diese Gegner. Weil die, ja. Nein! Jetzt war ich aber der noobig war. Sehr noobig. Obwohl ich vielleicht einen kleinen Trick fällt mir gerade ein. Stimmt, da gibt es auch einen geilen Trick. Wenn ich ein paar Sachen überspringen kann. Like a Boss. Okay, so viel war es jetzt auch nicht. Jetzt müssen, genau, jetzt müssen diese zwei Flieger wieder kommen. Das sind halt andere. Ich glaube, hier ist eh in der Stage am besten, wenn man immer möglichst weit oben bleibt. Habe ich so das Gefühl. Nein, ich wollte noch. Ich wollte eigentlich noch für den Subtank ein bisschen Energie sammeln. Oh, aber ich glaube, zwei reichen vollkommen. Also einen dritten und vierten, da fesse ich mich. Oh, Datenträger. Ja, den lasse ich mir mal nicht entgehen. Da. Genau, der darf jetzt noch nicht schießen. Das wäre. Hätte böse geendet. Ja, das war so. Klar, dass da auch wieder welche waren. Da muss man darauf achten, wenn die so blaue Dinger schießen, die. Ja, die machen waagerecht so ein bisschen Schaden. Also, die gehen auch nach links und rechts, diese Strahlen. Und die roten Dinger, die gehen auch nach oben. Also, die sind so senkrecht. Also, beides sehr gefährlich. Oh, nee. Die Dinger sind scheiße. Ja, diese blauen Strahlen, sag ich mal, die sorgen dafür, dass die Steuerung verdreht ist. Also ich laufe jetzt gerade nach links, aber der geht nach rechts. Ja, die roten sind auch nochmal was ganz Tolles. Einfach drüber fliegen. Denn die roten sorgen dafür, dass man nicht mehr angreifen kann. Das ist natürlich nicht so toll. Ja, überhaupt hier in dem Level kann ich HX eigentlich sehr empfehlen. Genau, der geht nämlich nach oben, so. Musik ist auch mal wieder sehr schön gemacht in dem Spiel. Na gut, aber ist eigentlich auch schon oft bei Mega Man so gewesen. Selbst in den ganz alten 8-Bit-Teilen gibt es tatsächlich auch. Ja, doch, da gibt es einen Soundtrack, den kann ich sehr gut leiden. Aber sonst, ja, sonst geben sie sich auch mal gute Mühe mit sowas. Okay, jetzt kann ich sie nämlich gerade nicht angreifen. Weil ich in diesen, ja, roten Strahl gelaufen bin. Oh, jetzt sind wir draußen und. Ja, hier geht die Party erstmal richtig los. Ist da irgendwas versteckt? Ne, ah, ich dachte, da wäre jetzt zumindest ein Datenträger. Eigentlich sammle ich die Datenträger ja nicht, aber wenn man mal welche findet, dann kann ich die jetzt auch nicht entgehen. Okay, nochmal mehr Energie für den Subtank. Das ist gut. Ah, okay, da. Genau, am besten so. Sondern schnell da drüber kommt. Okay, angreifen werde ich jetzt wohl nicht mehr können. So. Aber jetzt merke ich das, wenn man so auf Headset hört, da hat man echt so Bass und sowas, dass man eigentlich sonst gar nicht mitkriegt, wenn man das so zockt. Also bei dem Ingame-Sound jetzt. Ich glaube, ihr hört das nicht so gut, weil ich ja schön am dazwischen labern bin.
Okay, hier benutze ich lieber Model ZX bei den beiden Kandidaten. Ich dachte, beide auf einmal, perfekt. An dem Level habe ich mich sowieso sehr schwer getan, auch im Hard Mode vor allem. Ich nehme einen normalen Modus auch. Obwohl, ich meine, ist das überhaupt Hard Mode oder ist das hier Expertenmodus? Muss ich sehen, wenn man es durchgespielt hat, dann ist der Message. Okay, ich benutze wieder ZX. Und dann sind wir auch schon beim Boss. Der ist leider Finsternis. Ja, wie ich das nenne, neutral. Also das ist leider keine Schwäche. Allerdings ist es auch sehr einfach, bei dem nicht das Biometall zu treffen, finde ich. Das nenne ich mal ein Rizeros. Endlich kommst du. Der dumme Megaman, der sich auf die Seite der Wächter geschlagen hat. Alle hier gefundenen Daten sind nun auf meinem internen Datenträger. Ich muss nur diesen Raum zerstören, in dem du bist, und alle Probleme werden gelöst. Ich bin Pseudroide Model P, Protectus. Okay, tatsächlich nochmal ein Modell. Ich zermalme alle, die sich uns in den Weg stellen. Außer mich selbst. Okay, bei dem ist... Man darf nicht dieses vordere Teil treffen, sondern nur den Kopf am besten. Oh, der macht schon sofort all seiner fiesesten Angriffe. Genau, und man kann an dem Schatten sehen, wo die Raketen landen. Man muss sich dann sofort hinter dem verstecken. Da kommen noch Raketen runter. Okay. Ja, mit den Dingern hier ist auch nicht zu spaßen. Wie gesagt, vor allem im Hard Mode. Ja, im Hard Mode halten die noch mehr aus. Okay, kann ich hier stehen bleiben. Und diese Raketen, die machen nämlich schon massig Schaden. Genau, und der macht auch diesen Angriff, deswegen, ja, nur ein bisschen stärker noch. Okay. Jetzt jumpt er? Ne, doch nicht. Manchmal springt er auch so runter, da muss man dann schnell hochspringen. Ah, das macht ja seine Barriere, okay. Trotzdem werde ich da weiterhin vorsichtig sein, weil ich nicht das Biometall beschädigen will. Oh, scheiße, jetzt habe ich es schon beschädigt. Ach, goddammit. Verdammt. Oh. Hab ich's doch nochmal schön spannend gemacht. Okay, Level 3 Sieg lasse ich mir noch gefallen. Nein! Wie ist es dir gelungen, meine Rüstung zu zerstören? Ja. Okay, was ich sagen muss, ich habe das Level schneller geschafft als erwartet. Kann ich doch noch ein bisschen Story zeigen. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich weiß jetzt noch gar nicht mehr, was sie für Stimmen hatten, deswegen versuche ich wieder eine möglichst passende zu finden. Vielleicht habe ich ja wirklich den damals die gleiche gegeben. Eine starke Rüstung ist nichts im Vergleich zur Willenskraft. Es wird eine Weile dauern, bis ich das Passwort wiederherstellen kann. Das Passwort ist fertig, wenn du es brauchst. Okay, und was ist, wenn ich das jetzt in diesem Moment brauche? Schwester hat diesen Datenträger zurückgelassen. Vergiss bitte nicht, ihn ins Hauptquartier zurückzubringen. Ins HQ. Okay, Datenträger erhalten. Biometallbericht, Klassifikation 315.000, Modell W. Oh, entdeckt Biometall mit Bewusstsein. Biometall W. Ich habe schon mal erzählt, W spielt für Whale oder Whale. Ich nenne es mal Whale, ist glaube ich der offizielle amerikanische, ja, englische Name. Ich meine, aber im Japanischen heißt ja Whale. Aber ich weiß auch nicht, wie man das da ausspricht. Okay. Daten scheinen zerstört zu sein. Ich kann sie nicht lesen. Vielleicht gibt es beim Hauptquartier etwas, womit wir sie retten können. Schick sie uns bitte zusammen mit dem Missionsbericht. Dann machen wir das auch. Genau, dann ist die Mission tatsächlich schon abgeschlossen. Na gut, jetzt anstrengend war das schon, die Stage vor allem. Aber ja. Ich hätte gedacht, das hätte länger gedauert.
weil man da doch durch vieles einfach durchfliegen konnte. Endlich haben wir alle 6 Biometallfragmente. Genau, damit Protectus war das letzte Biometall, das uns gefehlt hat. Wir haben jetzt nämlich alle 8 Missionen erfüllt. Und jetzt geht's auch dementsprechend weiter. Einen Moment mal. Achso, ich dachte, das ist der Telefon. War doch nichts. Wir müssen uns neu formatieren. Zurück zum Hauptquartier. Was willst du tun? Ja. Genau, dann kann man ja doch noch ein bisschen das chillig angehen und ein bisschen Story noch zeigen. Ich meine, jetzt kommt auch wieder ein Story-Abschnitt. Ist ja eigentlich immer so nach allen 4 Missionen. Ich geh mal kurz im Labor gucken, ob ich schon Biometalle verbessern kann. Was liegt da denn? Biometall reparieren. Ja, 970. Also wir brauchen insgesamt 3000, damit wir alle unsere Biometalle vollkriegen. Rocket Model P ist ja eigentlich das, was ich am wenigsten benutze. Daher finde ich das jetzt nicht so tragisch. Bei Model F würde ich auch noch gerne auf Vollstufe kriegen und die, ja, die bei Bedarf, wenn man es noch hinkriegt. Aber wir werden auch noch viele Quests machen. Da gibt es auch noch E-Kristalle ohne Ende. Also die würden, ja, die kriegt man noch locker voll. Und dann läuft von selbst. Gute Arbeit. Wir haben den Inhalt des Datenträgers, den du aus dem Labor mitgebracht hast, wiederhergestellt. Oh, das ging aber schnell. Das stammt tatsächlich von meiner Schwester. So aus wie ein Bericht über Biometall. Was stand drin? Eine Beschreibung von Modell W, Modell X und Modell Z. Alles über das Biometall und über seine wahre Botschaft. Hä? Habe ich jetzt Botschaft gelesen? Beschaffenheit. Ich soll mal wieder, ja, mal hingucken. Bin auch, ja. Hätte nicht so lange wach bleiben sollen. Oha. Wenn man im Hintergrund genau hinguckt, das ist der gute Dr. Vale oder Vale, den man aus der Zero-Reihe kennt. Aus Zero 3 und 4. Ja, in 2 kam der auch vor, aber nur indirekt. Und das ist Ragnarok, das ist seine Festung, sag ich mal, die da auf die Erde stürzen lassen wollte, um die zu zerstören. Im Krieg vor Jahrhunderten von Jahren wollte ein Mann die Welt erobern. Zur Ausführung seines verrückten Plans schuf er im All eine riesige Kampfstation namens Ragnarok. Achso, das erwähnte er sogar. Es verschmolz mit Ragnarok, wurde aber von einem Helden herausgefordert und besiegt. Ragnarok zerbrach und stürzte durch die Atmosphäre. Strahl wie eine Sternschnuppe im Nachthimmel. Dieses Bild hat sich für immer in mein Gedächtnis gebrannt. Das bedeutet, Modell W ist... Ja, die Seele eines Mannes in einem Fragment von Ragnarok. Das ist Modell W. Oh, ich hätte das gar nicht alles erklären müssen, das wurde ja hier schon erwähnt. Meine Schwester entdeckte seine Existenz und begann daraus, etwas für den Kampf gegen das Böse zu machen. So schuf sie das Biometall aus der Kraft wegen ihrer Helden vergangener Zeiten. Sie hatte also Erfolg. Was geschah dann? Ich weiß nicht. Da endeten die Aufzeichnungen. Oh. Modell X, weißt du, was aus Prairies Schwester wurde? Tut mir leid, ich erinnere mich nicht mehr. Alle Erinnerungen an Dinge nach unserer Erschaffung wurden gelöscht. Wend. Wir haben alle Passwörter zusammengesetzt. Damit kannst du die Ruine betreten, in der das Herzstück von Modell W liegt. Sie graben und sind wahrscheinlich bald beim Herzstück angelangt. Wir müssen uns beeilen. Du hast recht. Ich gebe die Missionsdaten sofort in den Transferbar ein. Wend, das wird gefährlich. Sei vorsichtig. Ich guck mal kurz was. Okay, war noch den V-Tank. Ach, da war ein W. Ja, V-Tank. Also W zu sagen ist mir nicht so. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Genau, damit, ja. Beginnt wieder unsere nächste, ich sag mal, Spezialmission. Das waren jetzt ja diese, ja, diese Mission, die man sich aussuchen konnte. Das ist wieder eine storymäßige
Mission. Und auch eine sehr epische, kann ich schon mal sagen. So, was haben wir hier für neue Bosse? Flamol. Ich werde die am Ende auch nochmal, alle die wir gesammelt haben, werde ich auch nochmal durchlesen. Ich werde jetzt mal nur so mal ganz schnell zeigen, was wir so gesammelt haben. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich auch... Ich wollte wieder sagen, vielleicht mache ich auch einen Cheat, dass man alle Datenträger hat, dass ich da am Ende nochmal alle zeigen kann, alle vorlesen kann. Okay, das habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Hier fehlen auch nicht mehr viele. Einer nur noch. Und der müsste auch noch hier irgendwo im Hauptquartier sein. Okay. Das speichere ich jetzt erstmal. Ich kann schon mal sagen, wir werden nochmal ins Gebiet A2 müssen. Genau, und damit ist jetzt unsere nächste Mission Grabungen stoppen. Diese Mission interessiert uns dann im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann ja, verabschiede ich mich und sage dann auch bis zum nächsten Part und ciao.